In der Volksblatt-Serie Lüt Ostermorgen sind wir heute zu Besuch beim Rugeller Dorf-Original Marco Pfeiffer. Man sieht hier ja, Sie haben eine Tracht an. Was bedeutet denn das? Das ist die Tracht vom Musikverein Frohsinn Rugell und wir haben die ja schon seit 25 Jahren. Ja, sind es bald her. Mal zum 100-jährigen Jubiläum haben wir die neu angeschafft. Und wir werden der Tracht auch noch die nächsten paar Jahre treu bleiben. Was ist denn Ihre Funktion im Musikverein Frohsinn? Ich bin Musikverein Frohsinn Präsident seit 4 Jahren und spiele Trompete seit bald 20 Jahren. Sie sind in Rugell geboren, hier aufgewachsen und haben auch durchgängig hier gewohnt. Was verbindet Sie denn mit der Gemeinde? Oder haben Sie mal überlegt, wegzuziehen? Eigentlich fast nicht überlegt, wegzuziehen, weil die Rugeller Gemeinde ist für mich die schönste Gemeinde im Land, ist klar. Und es ist alles flach, man kann überall mit dem Rad gehen, man ist nach dem Ried und ich finde es einfach schön da. Sie sind seit 4 Jahren Präsident vom Musikverein, sind da aber ja schon länger dabei. Gab es denn irgendwelche besonderen Erlebnisse mit dem Musikverein, die Sie damit verbinden? Ja, besondere Erlebnisse ist gerade erst kürzlich gewesen, für das große Verbandsmusikfest, das wir hatten. Und Blasmusiktreffen in Wien sind wir vor, was nicht mehr genau, 5, 6 Jahren einmal gewesen. Ist auch ein ganz schönes Erlebnis gewesen. Und natürlich so das jüngste Festli und Aktivitäten mit dem Verein zusammen. Das Durchschnittsalter im Musikverein Frohsinn ist ja relativ jung. Wo liegt es ungefähr und wie erklärt sich das? Das Durchschnittsalter ist etwa zwischen 20 und 23 Jahre, schätze ich sogar. Und es liegt daran, ja, die Älteren, wenn sie wirklich nur so fit sind, hören sie halt auf. Hat aber immer noch einen dabei, der 50 Jahre beim Verein sind. Und es ist viel. Und ja, wir haben auch gerade die Jugendarbeit gemacht und immer wieder Junge am Nachzüchen, der im Verein kann und auch Freude haben an der Musik. Das heißt, der Musikverein Frohsinn wird wahrscheinlich nicht so schnell aussterben. Ist Rugell ohne den Musikverein Frohsinn überhaupt denkbar? Kann ich mir fast nicht vorstellen, weil ja, der Musikverein gibt es seit 125 Jahren. Und ich glaube, es ist wie ein Feuerwehr oder ein Gesangsverein, ist nicht wegzudenken zum Dorfgeschehen, zum Ganzen.